Yo, 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 servus! Mein Name ist Selector-Knall und ich darf euch willkommen heißen zum 17. und letzten Spieltag der IPL Season 3. Außer es geht für uns in die Relegation, dann ist es theoretisch gesehen der vorletzte Spieltag. Mal schauen, wir sind da ein ziemliches. Gipfeltreffen ist oben. Was ist das untere? Ein Bergfußtreffen mit Tari und Vince. Und Richard eigentlich noch kind of. Mit einem Win wird es spannend. Mit einem Loss auch theoretisch. Mit Loss können wir theoretisch auch noch auf Relegationsplatz landen. Aber Win wäre natürlich besser. Ja, wir treten dann gegen Henny Haintian von Meowts. Genau, Podcast. Den ich inzwischen auch einmal persönlich kennenlernen durfte auf der Kruger. Zumindest haben wir uns kurz gesehen, sagen wir es mal so. Aber man hat hier natürlich schon vorher ein bisschen mitgekommen in diversen Discord oder auf diversen Discord-Servern. Das wirkt wie ein stabiler, korrekter Dudorino auf mich. So, ich habe überlegt, Memes zu bringen, weil ich einen Sepsi bei Arzu habe, aber der Rest vom Team ist relativ normal. Womit leaden wir? Womit leadet er? Könnt ihr mir Pampros vorstellen? Ich lead einfach mit dem Cashew Klaus. Er hat am Vierer nicht mit, das heißt, T-Spikes sind eigentlich heller stabil gegen ihn. Mal schauen, ob Quick Claw Slow Bro was machen kann. Ich glaube, ich habe das Set nie in der Art mitgehabt. Das am letzten Spieltag vielleicht nochmal austesten. Ist ein bisschen mimig. Ich habe auch extra nochmal das Regelwerk überprüft, ob Flinkklaue erlaubt ist. Ich habe dazu nichts gefunden. Vince, wenn das doch so sein sollte, dann sprich mich bitte nie wieder an und mach nie wieder eine Fuß-Selfie mit mir. Und stabil. Wir haben Safety Sturdy. Kann denn der Taunt? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Enormous. Da ist tatsächlich ein kleiner Fred, wäre jetzt ein bisschen untertrieben. Taunt. Ich glaube, die haben alle Taunt, die Jins. Ja. Ich habe diesmal gar nichts mit. Ich habe Rocks mit, weil ich Angst vor dem Vierer hatte. Lululul. Ich denke, wir können einmal in Slowbro gehen, weil wir haben auch keinen. Wir wollten wechseln. Okay, let's go. Okay. Keine Rocks für uns. Ich habe überlegt, in Akani zu gehen, bin ich ehrlich. Aber war dann zu feige. So, welche Psychic Moves hat denn der alles? Der normale Psychic, er hat sein Headbutt. Wir können es auch einfach drauf ankommen lassen. Wir können auch einfach mit Akani Damage machen. Flare Blitz potenziell. Wir gehen in den Impact-Dial. Overall eigentlich ein gutes Set gegen ihn, wenn es funktioniert am Ende des Tages. Muschelwaffe, ich will nur kurz den Team abchecken. Gudra kann reinkommen. Gegen Gudra sollten wir das 1-on-1 gewinnen. Eigentlich sollten wir gegen fast alles das 1-on-1 gewinnen, außer gegen den Jin tatsächlich. Aber Muschelwaffe, let's go. Geh zurück in Pambrosi. Natürlich einen. Wow. Pambrosi, dieser. Okay, Damage. Oh, wir kriegen die Poison. Das ist huge. Und er hat Stamina. Okay. Das Ding ist. Pampros ist slow, aber ich glaube Slowbro ist noch langsamer. Wir sind zwar Modest Nature und kein Minus Death Nature. Wir können einfach in Makatu gehen. Ist glaube ich fair enough. Und einen Leafstorm. Bluffen. Aber ja, Slowbro ist huge. Weil wenn wir jetzt eine Iron Defense rauskriegen, dann kann der durchgehen. Theoretisch. Er geht für Erdbeben. Das ist perfekt für uns tatsächlich. Außer er crittet.
Oh, ist der Choice Band? What? Der Damage war ja unreal. Der Damage war doch unreal. Wie wichtig ist Makato noch? Theoretisch nur für die Kill-Rangliste, ne? Könnten den Choice Band abschlagen, aber ich glaube, wir gehen einfach für den Flower Trick. Ja, gehen einfach für Flower Trick. Weil, wenn Pampros weg ist, dann sieht unser Slowbro Set super solide aus. Und das Lustige ist, okay, geht sogar raus. Das ist fast noch besser. Wir müssen aufpassen. Choice Bandit, Slowbro, Mino Gusta. Okay, bist du Scarf? Bist du Scarf? Ich bin hier den Abschlag gedrückt. Der Damage. Ich denke, wir können einfach Slow, oder nicht Slow, wo heißt, Cashew Claws abwerfen. Wir könnten auch in Nakani gehen, theoretisch. Wäre ein Play gewesen, aber ich glaube, ich habe dann lieber wieder den Free Switchen in irgendwas. Mal schauen, was es sich lockt. Lustigerweise haben wir auch einen Fistdev Azumarill dabei, was sein Pampros einigermaßen in Schach halten kann. Okay, jetzt nochmal für Magieflamme. Komplett in Ordnung. Wir könnten in Dragapult gehen. Wir gehen mal davon aus, dass es Garf ist, ne? Wir können auch wieder in Slowbro gehen. To be completely fair. Wir können auch in Akani gehen. Und Flare Blitz drücken auch bei Headsmash. Wir können auch Headsmash drücken, wenn ich ehrlich bin. Sein Pampros kommt da jetzt auch nicht so gerne rein. Was sind seine anderen Switch-Ins? Sein Hariyama. Wir können auch einfach doublen. Aber wir gehen für Kopfstoß. Schauen wir mal, ob sein Elemamola Rocky Helmet hat. Und an der Stelle muss ich auch mal schauen, ob Elemamola auch Scald hat. Oh, der Crit? Okay, Fähre. Elemamola, hast du Scald? Hat er nicht mehr. Könnte Liquidation haben. Können einmal in Makato reingehen, I guess. Ich glaube, da machen wir nichts falsch. Ich glaube, da machen wir nichts falsch. Der Fette, okay. Hat enormous, that Earth Power. So viel weiß ich. Hat er auch, Focus Blast. Jo, okay. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass der Nermis wieder reinkommt. Aber er wird nicht die Psychic drücken. Das heißt, Slowbro ist einigermaßen safe. Wobei, wir haben nicht den Regenerator. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wenn wir hier auf Slowbro gehen und auf Nermis Scarf. Mystical Fire, das macht alles so pauschalen Schaden. So um die 30-35% immer. Könnt auch safe. U-Turn ist eigentlich sein bester Play, ne? Ich schätze, U-Turn ist sein bester Play. Okay, wen würde er denn reinholen, wenn wir in Asu gehen? Der kann doch U-Turn, bevor ich hier irgendwas falsch erzähle, aber klar, der U-Turn, oder? Der hat keinen U-Turn, okay, wait a minute. Dann Slowbro, unser Play hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Psyche drückt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Scarf ist. Mondgewalt, top.
Macht so guten Damage. Droppt unseren Special Attack. Das ist ein bisschen naughty. Nehmen wir für Tagedieb. Weil ich glaube, er will die Muschel. Der ist die Attacke. Heute ein bisschen lost. Verzeiht mir. Shell Set. Shell Side Arm. Und wie heißt Muschel Arm? Oder Muschel? Muschel Side? Ja, wir sehen es gleich. Warum denn hier sinnlos rumgrübeln, wenn wir die Antwort eh gleich haben? Ja, geht raus und wir können hier easy peasy Slack offen. Das Ding ist, wir sind ein Anti-Viscogon-Set einigermaßen. Ich gehe für Eisenabwehr. Ich risk it for the biscuit tatsächlich. Außer ja, bei Viscogon ist irgendwas krasses übersehen. Man könnte Specs Draco haben, okay. Das wäre ein Play, schätze ich mal. Aber wenn wir die Iron Defense rauskriegen? Wenn er echt selber ein Iron Defense Set ist, das wäre insane. Dann sollten wir dieses Matchup gewinnen können. Nice. Link Cloud triggert. Und Iron Defense Comp. Bitte kein Draco. Flammenwurf. Macht aber guten Damage. So, das sind 100. Sind wir auf 349. 349 auf 385 sind nochmal 30 dazu. 30. 136, das sein. Gudra. Sold West könnte auch sein. Flamethrower war das, ne? Das war schon guter Damage, ne? Das ist modest. Okay, dann gehen wir in Asu. Dann gehen wir zuerst in Asu. Auch wenn jetzt hier, wenn Quick Guard getriggert hätte. Mit Body Press nicht viel. Achso, ich hab das falsche Gut beim Kalk. Aber call it. Was schon mal call it? Geh mal für Abgesang. Auf dies. Matsch kommen wir da auch noch. Bitte keine Gegenpoisen. Thank you. So, Hisu in Gudra. Die ganzen Alternativformen, die machen es beim Kalken doch nur lästiger. So, Flamethrower. Flame Wheel, Flamethrower. Okay, der ist modest. Modest Max Attack. Special Attack. Und wahrscheinlich AV. Okay. Okay, okay. Body Press hätte nur. Crazy. Body Press hätte nur 40 Damage gemacht. Ach so, Moment, falsch nicht Kalk drin. 70, ja. Sieht schon realistisch aus. Das ist doch auch fein für mich, oder? Wird Abgesang nicht mit staffettet? Der hat Whirlpool. Der hat noch Whirlpool, das weiß ich. Okay, wir gehen hart raus mit Whirlpool. Haben noch kein Opening gefunden für uns. Ich gehe mal von Scarf Enormous aus. So wie es immer reinholt in. Okay, Wish. Kann sie Enormous reinbringen. Wir machen den Dragapult auf Enormous. Na, ja, Fan of Force of Plus 1 könnte schon killen so.
Risk it for the biscuit. Wow. Wollte gerade sagen. Okay. Okay, aber den können wir outstallen mit Sub. Imagine, der misst hier sogar einmal. Da wären wir richtig solide dabei. Dann wären wir richtig solide dabei. Sup. Draco. Trifft. So. Hisui. Na, hier zuerst gut rein. Dann kommt man schneller. Lifehacks. Minus 2 macht Draco noch immer 80 auf minus 4. Immer viel und auf minus 6. Okay, der macht trotzdem immer viel Damage. Wir könnten einmal Drachenpfeile drücken. Wir könnten einmal Phantomkraft drücken und Double. Und Double Recovery Forcen. Mal gehen nochmal finden. Wir können auch für den Mist fischen, theoretisch. Die Pistol werden wir wahrscheinlich nicht. So, jetzt auf minus 4. Und macht uns 54% Max. Das sind in HP 174. Okay, er würde jetzt schon nicht töten mit Draco. So, hat schon 3 Dracos gedrückt. Könnte noch einmal noch SD drücken, theoretisch. Die. Und damit Dragon Darts eine Chance haben, ihn auszunocken. Je nachdem, wie Speed Investment er spielt. Also, das wird davon. Das ist ein Speed Investment. Beeinträchtigt ja seinen Rest, den er in HP pulvern kann. Also wenn er Max HP ist, dann ist das eine schlechte Chance für uns. Bleibt uns am Ende vom... ich gehe für Final Force. Bleibt uns am Ende nach... So, vor allem muss zweimal Draco drücken hier. Bleibt uns am Ende noch genug... Der ist nicht auf minus 4, oder? Nicht dumm, er ist doch erst auf minus 2, oder? Ah, ich hab nicht. Nee, ich hab das jetzt selber verkackt, oder? Erst, nee, okay, der war auf minus 4. Never mind. Jetzt reichen auch die Drachenpfeile easy aus. Okay, guter Turn für uns. Guter Turn für uns. Gudra stirbt hier an der Stelle. Sollte es sein. Macht Dragapult am letzten Tag einen Kill. Schön wär's. Geht sogar raus. Auf einen potenziellen Sub geht er raus. Finde ich auch gut. Kaui ist nicht. Das ist nicht. Die Fairy. Was sein Plan? Was ist sein Plan? Ich fühle mich mit einmal Sub eigentlich super safe. Einmal Sub fühle ich mich super safe. Ich habe genug Spedef Investment, um einen Ice Beam von Non Invested Element Molar zu leben. Er hat aber Knuddler. Wieso hast du den Knuddler, Mann? Ich will den eigentlich noch aufsparen. Ich gehe auf den Miss. Okay, er trifft. Knuddler. Kann Akani jetzt was machen? Echt ein Flareblitz von Akani an der Range? Wahrscheinlich nicht, ne? Akani und Elamomola. Flareblitz macht 14% Min.
Ich kann auch CC drücken. CC ist ein Safe Play, schätze ich mal. Schauen wir, was er noch hat. CC kann man eigentlich bedenkenlos drücken. Bumbros kann switchen, mehr nichts. Man kann jetzt hoffen, dass immer die Quick Claw triggert. Das ist mir auch noch gut dabei. Head Smash. Was würde denn Head Smash reinwerfen? Er würde doch immer hier Akani rein switchen, oder? Immer sein Pampros rein switchen. Okay, Head Smash, let's go. Vielleicht gibt er mir Lemon Mola, aber ich glaube, Henny ist jemand, der auf Differenz spielt. Ja. War aber auch ein safer Call von ihm. Und jetzt kommt das Pferd, oder? Wow! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das macht halt gar nichts. Ja, keine Ahnung. Ist ein 6-0, glaube ich. Switch hat er predicted. Hell. Das ist doch gut für mich, oder? Das ist doch gut für mich. Ich weiß, dass der Choice banned ist. Oder weiß ich's? Ich bin ziemlich sicher. Ich protecte hier. Das Ding ist, Elemomola hopst mich halt. Es ist so ein unangenehmes Mono gegen zu spielen. Okay, bleib wenigstens mal drin. Ich wäre sogar hart in den Lemomola ausgegangen, glaube ich, an seiner Stelle. Das hätte ihm hier wahrscheinlich einen Kill gegeben. Oder einen Kill, nicht den Sieg, wahrscheinlich sogar. Weil ich hätte es. Das könnte sich auch ein Eisstrahl wahrscheinlich reichen. Na, wobei. Na, wir Eisbeam hier mal. Das warst du schneller als Pampros? Ich weiß gerade gar nicht auswendig. Nein. Bei weitem nicht. Okay. Jetzt geht er raus, okay. In Elemomola, ja. Und das ist jetzt GG, mein Freund. Außer wir freezen. Wait a minute. Crit. Mehr hat nicht. Den Freeze hätten wir gebraucht, Mann. Wir hätten den Freeze gebraucht. Okay. Nehmen wir Kato. Wobei könnte knuddeln. Ah, knuddelt der? Nee, der knuddelt nie an der Stelle. Nie! Ich kann mir eher vorstellen, dass der Generator nochmal doppelt oder so. Erwischt. Schlagen wir irgendwie in das Item ab? Ja. Ja, unsere einzige Wincon ist Quick Claw Luck. Ich weiß gar nicht, ob ich großartig Fehler im Teambuilding gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. T-Spikes wären halt insane gewesen, gebe ich zu, aber Celestial ist nicht schlecht gegen mich. Grundsätzlich hat zur Zeit muss ich schneller sind. Hä? Wieso? Wieso macht er das? Das checke ich jetzt nicht.
Aber gut. Gib mir dein Item. Wahlschal. Perfekt. Jetzt können wir doch U-turnen. Ja klar, der ist full. Okay. Aber wir heilen uns auch ein bisschen. Können einfach kehrt wenden. Wir können einfach kehrt wenden. Und wenn der nicht Scarf, nicht Bandit ist, macht er auch nicht so viel Damage auf Lamus. Aber Lamus muss trotzdem zuerst connecten und brauchen so ein Smidget. Quadron kann leider auch noch Kehrtwende, ne? Gehe ich in Akani? Das bringt alles nichts. Das bringt doch alles nichts, ne? Man könnte einfach kehrt wenden. Man könnte einfach kehrt wenden. Das wäre hier so ein easy play für ihn. Deswegen ich in Akani gehe. Das punisht einiger seiner Switch-ins. Ja, gibt die Kehrtwende. Predicted! Und wenn er Elemomola geht, dann haben wir gratis. Wie viel macht Headsmash nochmal? Headsmash macht trotzdem gute wenige Prozent. aber jetzt ist unser Dings boostet, ne? Unser Flower Trick. Hast du Earth Power? Macht den Earth Power auf Makato. Mistress Garf Earth Power 80% Max. Okay, können wir es ja ganz genau ausrechnen. Wir haben 139, wenn das Grassy Terrain anfällt. Der Kalk ist ja schon so schlau. Dann ist Earth Power eine 2%ige Chance auf dem Tool. Okay. Weil es riecht für mich nach Scarf Earth Power, wenn ich ehrlich bin. Ja. Okay, das war guter Damage leider. 71. Boah. Nee, ich glaube, ich gehe nochmal in. In Asu. Ich habe jetzt hier den Kalk nicht gemacht, aber glaube ich in Asu und Double, je nachdem wie viel Damage der macht. Wie viel? Der will nicht geisbeamt werden, oder? Nee, der tutet mich nicht. Der tutet mich hier nicht. Und außerdem muss er den Protect fürchten. Der wird wieder raus in Elemomola doublen. Das punishen wir. Okay, nehmen ein bisschen Fahrt auf. Kaoye, wie heißt? Kawaii. Und Makato. Okay. Okay, paar gute Plays gepult. Und wir kriegen zwar noch Healing, das ist schön. Und wir leben wieder safe in den Earth Power, theoretisch. Mal Pumentrick. Punch it. Punch it. Hart aus. In Ele. Die Eisenhand. Okay. In die Eisenhand, aber die kriegt Damage. Die kriegt Damage. Zumindest so ein bisschen. Oh.
Skada gegen Iron Hands, glaube ich, ne? Ja, das ist irgendwie ein defensives Set, finden wir hier irgendwas. Bulky Substitute, nehmen wir mal das. Wir wissen, was mehr Damage macht. Low Kick. Low Kick macht so viel auf dem? What? How? Wiegt der so viel? Ah ne, der ist Level 50 hier, okay. Oh, oh. Das macht gar nichts. Flower Power mehr. Ja, okay. Flower Power vor allem. Ja, wir greifen hier nochmal an. Muss ein bisschen Chip Damage reinkriegen. Umfluss kommt. Leben wir den? Nope. Wen wollen wir denn drin haben, wenn wir mit Kanakanin killen? Nicht mal. Ich weiß nicht, wer Set ist. Das ist schon ziemlich defensive. Gehen wir einfach mal von Max HP aus. Dann ist es knapp. Wollt ihr mich denn foppen? Ja, Flare Blitz, let's go. Ich denke, der ist Max für Steph oder so. Ja, bleibt hier sogar drin. Macht gar nichts. Burn vielleicht. Oh! Body Press killt jetzt nicht. Uiuiui. Das ist ein großer Turn für uns, glaube ich. Wie viel macht er jetzt auf Slowbro? Slowbro und du bist burned. Burn, burn, burn. Wir haben Wild Charge, glaube ich, schon gesehen, ne? Und wenn er Q gehabt hätte, hätte er sie gedrückt. Das heißt, Slowbro ist hier der Play jetzt? Und dann Glück haben mit. Geht auch raus. Geht ein Elemomola? Muss er fast, ne? Genau. Huh. Tagedieb oder Eisenabwehr? Mudsdale. Element Choice Blend aus. Tötet er mich auf plus 1, auf plus 2. Nee. Eisenabwehr? Geht sogar für Wish. Ich drück doch jetzt Body Press. Wie will er hier denn reinholen? Das würde mich jetzt echt brennend interessieren. Wen er hier jetzt reinholen will. Könnte Stafetten, ne? True. True, könnte Stafetten. Ja, Schnellschuss triggert auch noch umsonst. Ah. Doch nicht, ey. Hätte ich Stafette das jetzt geholt? Yes! Der ist raus. Der ist gone und der Wish verfällt. Der ist gone und der Wish verfällt. Okay, okay. Sind wieder ein bisschen im Game. Wir sind wieder ein bisschen im Game. Element Mudsdale tötet uns tatsächlich nicht. Ich meine, Choice Bandit ist. Könnten theoretisch gegen Slack offen. Er geht aber in ihn. Er geht aber in ihn. Dann hoffen wir einfach auf die Ability. Bitte. Yes! Yes, yes, yes! Gone, gone, gone. Stark, 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 stark. Okay, zumindest Ergebniskosmetik hier.
Zumindest Ergebniskosmetik. Und unsere Katze ist das schnellste Mon jetzt am Feld. Rillaboom kann mir nichts. Rillaboom kann mir doch legit nichts. Rillaboom könnte mir die Flinkklaue abschlagen. Ja. So, und ich glaube, da heile ich doch einmal gegen, oder? Da heile ich doch einmal gegen. Sollten das leben? Was, ein Crit? Warum hat das gereicht? Warum hat das gereicht? Ich verstehe es nicht. Ich habe hier im Kalk Adamant. Was sehe ich hier irgendwas? Choice Band Mudsdale plus 2 Slowbro. Habe ich die Faust nicht verteilt oder was? Was war hier los? Doch. Wie konnte das jetzt bei Weitem so viel Damage machen? Ich habe letztens auch was im Set. Ich habe letztens Transistor im Links übersehen. Und drücke jetzt Flare Blitz. Gewinnt Asu und Akani das Match? Kommt drauf an, welche Moves er noch hat, ne? Ich kann einfach Close Combat drücken. Das macht am meisten gegen alle, oder? Jo. Sollte die auch reichen. Okay. Geht sogar raus. Elemola, I guess. Was übersehe ich jetzt wirklich? Ich habe Max Attack drin, ich habe Adamant drin. Hat Bump, er hat auch Stamina gezeigt. Er kann auch keine Crazy Ability haben oder so. Er kann auch keine Crazy Ability mehr haben. Das Ding ist, er hat doch jetzt noch. Er hat noch 4 Mons. Was ist das vierte? Iron Hands are burned. Eigentlich wallt Asu doch sein ganzes Team. Asu sollte sein ganzes Team wallen eigentlich. Wird nochmal spannend, glaube ich. Aber ich würde echt gern wissen, was ich hier übersehen habe. Earthquake dürfte nur 146 machen, hat aber mehr gemacht. Ging jetzt sogar für die Wasserdüse, das ist gut für uns. Und wir. Spammen Diebeskuss. Ein, zwei Turns. Ich hatte Grassy Field im Kalk, jetzt sehe ich's. Dann hätte ich rausgehen müssen, ja. Oder zumindest auf die Attack pokern. Okay. Okay. Ich habe den Fehler gefunden. Ich mache halt legit nothing. Ich glaube auch Dump. So, jetzt will ich ihnen aber kein Switchen irgendwas erlauben. Geh einfach mal für Diebeskuss. Ich glaube, sein Hariyama kann ich reinkommen. Und alles andere wall ich to the fullest. Ich glaube, auch mit Mudsdale kann ich mehr reinkommen. Es ist Asu against the world, baby. Ich hätte mich PP stallen, theoretisch. Rillaboom kann reinkommen, ja. Auch vor denen habe ich keine Angst. Vor dem habe ich halt keine Angst. Und sobald wir einmal Elemomola freezen, sind wir auch gut dabei. Soll ich hier protecten? Ist die Frage. Ich denke nein. Nein. Einen Abschlag hat, so be it. Eistrahl. Let's go. Ja. Klar. Aber gib mir hier lecker Grassy Terrain. Freeze wäre schön. Ich muss auf alles pokern. Auf alles, was geht. Wir pokern auf alles, was geht. Ja, wir spammen einfach Ice Beam. Ich sage, wenn wir Elemomola
gefreezt haben. Wir haben 15 Shots. Wir haben 15 Shots. Das Ding ist, ich kann halt nicht abgesandt drücken, weil... Wir können einmal für die Mindgames gehen und hier Akani reinholen. Und Akani langsam wieder hochheilen. Während er... wischt. Das Ding ist, wie viel macht denn Elemomola mit? Okay, jetzt sogar für Knuddler, geht sogar für Damage. Dann gehen wir wieder in Asu. Oh, eigentlich wollte ich nicht so lange wach bleiben heute, Mann. Oder zumindest nicht so lange in dieses Match rein investieren. Macht Aqualyse echt so viel, dass er hier Aqualyse drücken will. Offensive. Arcanine. Aquajet. Okay, Aquajet macht schon. Oder 50%? Crazy. Crazy. Ich glaube, Liebeskuss. Es macht halt nichts. Ist es echt BP, boah. Er hat Wish. Wish hat er auch noch. Wish hat ja 16 HP, 16 PP behalten, ne? Warum auch immer. Ich glaube. Ja, der hat noch 16 PP. Das ist halt so dumm. Es ist halt so Endlevel dumm, ne? Jetzt Aquajet hat er gewonnen. Wir haben hier Mindgames tatsächlich. Wir haben hier tatsächlich Mindgames. Da kann hier nichts rausgehen, außer ein Gortrom, aber der macht halt nicht viel. Und auch Gortrom will den Icebeam nicht freezen. Jedenfalls Icebeam. Ich glaube, er drückt Aquajet. Echt für Wunschtraum. Er geht legit für Wunschtraum? Okay, ich muss jetzt für Liebeskuss gehen, ne? Aber ich habe keine andere Wahl. Mhm. Außer... Ha! Was hatte er noch? Er muss raus... Eigentlich muss er rausgehen, ne? Müssen beide rausgehen, theoretisch. Eigentlich ist Akani free. Selbst wenn nicht, dann gewinnt ja auch Asu. Nee, eigentlich kriegen wir hier einen Hit raus. Irgendwas. Boah, bitte lass Staffette Abgesang passen. Bitte lass Staffette Abgesang mit passen. Bitte, ich bitte dich. Oh, das wäre so lustig. Für die Wissenschaft, nice. Gone. Okay, kann das... Abgesagt, Asu echt noch holen. Das ist so funny. Es ist so funny. Oh, der hat ja kein Switchen. Er hat ja kein Switchen. Also nichts, was er hat, stoppt Asu. Wir können jetzt immer Abgesagt drücken. Sobald Elemomola weg ist. Also Asu und... Und Akani müssten, dürften gegen beide gewinnen, glaube ich.
seine drei. Weil gegen Pampos gewinnen die gegen... Ja. Ich gehe jetzt hart in Akani. Er hat vorhin auf die Mindgames nicht reagiert. Wenn ich dann wieder Asu reinhole, dann... Sie denken auch nichts. Ich glaube, hier hatte ich einen Denkfehler. Frage ist, geht er jetzt raus? Das ist die Frage, ob er jetzt rausgeht. Das ist ein Mindgame. Ich glaube, hier ist eine 50-50. Hier ist, glaube ich, eine 50-50 an der Stelle. Nice. Okay, wir claimen einen Kill. Ah, gegen Rillaboom aber nicht. Rillaboom nicht tatsächlich. Auch vielleicht ein Freeze. Er gibt mir wieder Recovery. Ist ja alles gut. Also ich muss das hier echt auf ein BP War stallen. Freeze. Ich glaube, der Kampf geht jetzt schon fast 45 Minuten wahrscheinlich für euch. Ich glaube, ich speed das hier ab jetzt einfach. Yo, das war die IPL Season 3. Wir werden hier jetzt Honorable Sudoku Wise an unseren eigenen Abgesang droppen. Einfach für den Style. Woran hat's gelesen? Gute Frage. Natürlich einmal mit dem Grassy Terrain Kalk vercheckt. War nicht so smart. Ich will nicht sagen, dass ich, weil ich den Freeze nicht bekommen habe, dass ich deswegen verloren habe. Das wäre dumm. Aber Freeze hätte uns tatsächlich die Chance gegeben, das zu drehen. Hier geht das sogar noch raus. Moment, der geht noch raus. Ja, Quadron.
Feige wie es, Henny, feige du bist. Ehrenmann. Kriegen wir hier jetzt einen Freeze. Dann hol ich mit dem letzten Ice Beam. Fingers crossed. Okay, sehr gut. Aber es passt, jetzt kommt eh gleich ein Gewitter. Oder es fängt hier schon an zu regnen. Das wäre eh die Chance ziemlich hoch, dass wir einen Stromausfall oder so haben. Dann bin ich eh froh, dass wir diese Aufnahme beenden, die fast eine Stunde geht. Ja, wow, vielleicht gegen Elamomola ein bisschen zu wack gebildet. Das Ding ist, mein bestes Mon, mein besten Moves wäre Flower, ich sage immer Flower Power, Leaf Storm auf Muscada, oder ich hätte Magneton mitnehmen können, das in dem Matchup vielleicht gar nicht so unsolid gewesen wäre. Aber hätte halt auch noch ein 4 gehabt. Warum? Mein Pampros hätten wir halt. Ja, I don't know. Moment, lass mal kurz drüber schauen. Wäre. Mein statt Fostelka wäre Magneton besser gewesen. Ich dachte, ich krieg die Rocks raus. Imagine, wir hätten die Rocks rausbekommen. Imagine, wir hätten T-Spikes gehabt, wie ich es mir eingebildet habe. Weil ich war Spikes und Stealth Rocks beenden. Ja, wir sind. By the way, nochmal appreciaten für den Turniernamen. GG an Henny, wie gesagt. Da mache ich kein Auge. Auf jeden Fall verdient gewonnen. Ja, Knuddler Elamomola hat mich auch hops genommen. Also man muss ja ab und zu nicht die sagen, wo hat man was falsch gemacht. Man kann auch ruhig mal sagen, wann man überrascht wurde und was einen aus dem Konzept gebracht hat. Das ist ja auch der Sinn und Zweck von Draft League. Klar, ich hätte wissen können, dass Elamomola Play Rough kann. Wusste ich nicht. Und ja, wurde dafür dementsprechend gepunished. Von daher, all good. Mal schauen, ob ich auf dem Relegationsplatz lande mit einem 4-0. Wahrscheinlich steige ich safe ab. Ich muss hier aber auch fairerweise sagen, ich weiß nicht, wann IPL Season 4 losgehen würde. Ob ich da überhaupt mitspielen könnte, auch wenn ich wollte. Wenn es die Zeit zulässt, würde ich, glaube ich, schon den Aufstiegskampf nochmal versuchen. Aber das hängt tatsächlich von anderen Projekten ab. An meiner Lust an Pokémon. Zu dem Zeitpunkt, wo die Liga startet. Ich will aber auch nicht der sein, der straight up sagt, ja, ich drop jetzt aus der Liga, weil Liga 2 will ich nicht spielen. Das ist mir, glaube ich, relativ egal. Und so ein bisschen Anreiz, sich wieder hochzukämpfen. Aber wie gesagt, das hängt von einigen Faktoren ab. Auch vom Metagame. Und ja, GG an Henny. Schaut gerne beim Miauts genau Podcast vorbei. Henny, tut mir leid, dass ich das so rausgezögert habe, aber du hast auch Elamomola gespielt. Ich glaube, wir sind uns nichts schuldig. Internet High Five und damit macht's gut, haut rein. Euer Jules, Servus.